Wofür? Wieso? Weshalb? Warum? Seht ihr gleich. In dem heutigen Video geht es um die Bildbearbeitung und zwar mit Photoshop. Ich möchte euch in dem heutigen Video zeigen, wie ich mit Photoshop meine Bilder nachschärfe. Keine Angst, das kann man alles wirklich tatsächlich erlernen, wie das funktioniert. Ich selber hatte da auch ewig lange Probleme mit Photoshop zu arbeiten und mir hat das gar keinen Spaß gemacht. Ich habe mich da auch strikt gegen geweigert, Photoshop überhaupt anzufangen. Jetzt seit anderthalb Jahren arbeite ich mit Photoshop und es macht mega Spaß. Also was man mit Photoshop so erstellen kann und wie die Bilder sich dann doch nochmal verändern in der Qualität her, das ist extrem. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass es ein so krasser Unterschied ist. Bevor ich mit Photoshop angefangen habe, habe ich tatsächlich nur mit Lightroom gearbeitet und hat auch vollkommen gereicht und es reicht auch für die meisten Fälle vollkommen aus. Aber wenn man dieses gewisse bisschen mehr haben will, diese Energie oder die Bildqualität einfach, die noch ein bisschen geiler ist, dann muss man halt anfangen mit Photoshop zu arbeiten, weil man da einfach die Bilder richtig schön scharf hinbekommt und Dodge and Burn anfangen kann oder anwenden kann, den Hintergrund weich zeichnet, auf Farben bestimmt eingehen kann und so weiter. Also der Umfang einfach, den man mit Photoshop machen kann, der ist nochmal viel, viel größer. Und ja, wie man die Bilder nachschärft, das sehen wir jetzt. Wir gehen mal rüber an Bildschirm. So, hier haben wir ein Bild von Jasmin und Delani, wie ihr seht. Und ich möchte, dass der im Fokus liegende Bereich schön scharf wird und der nicht fokussierte Bereich, also hier hinten, die Bäume und Jasmins Hals, der soll schön unscharf bleiben, so wie er ist. Und das geht wie folgt. Ihr geht hier einmal auf eure Hintergrundebene und dupliziert ihr euch. Entweder macht ihr das per Rechtsklick, Ebene duplizieren und OK drücken oder wie ich es meistens mache, einfach Steuerung J drücken, dann habt ihr hier auch eine zweite Ebene. So, und jetzt gehen wir in den Mischwert hier rein und ändern einmal die oberste Ebene von normal in lineares Licht. Jetzt sieht das ganze Bild natürlich sehr komisch aus und was wir jetzt machen, ist die Deckkraft einmal auf 50 setzen, also um 50% reduzieren. Jetzt sieht das Bild immer noch komisch aus und es wird noch verrückter, denn wir drücken jetzt noch Steuerung I, wodurch wir das Bild invertieren und jetzt sieht es tatsächlich noch komischer aus. Aber mit dieser grauen Fläche können wir jetzt arbeiten, um den Mattermachen-Filter anzuwenden. Und das funktioniert wie folgt. Wir gehen hier oben auf Filter, Weichzeichnungsfilter und Mattermachen. Und dann könnt ihr hier bei euch auch vielleicht einfach den Radius auf 5 setzen und den Schwellwert auf 60. Und was ihr jetzt schon seht, ist, dass hier scharfe Kanten und so weiter hervorgehoben werden in diesem grauen Bild. Jetzt drücken wir einmal OK. Und jetzt haben wir hier halt dieses Graubild. Das wollen wir natürlich auch nicht, sondern wir wollen wieder unsere Farbe zurückhaben. Und dafür nehme ich die oberste Ebene und die darunter liegende von den beiden, die ich gerade erstellt habe. Mache Rechtsklick und reduziere diese auf eine Ebene. Und jetzt gehe ich wieder in den Mischwert hier rein und ändere das ganze Bild in weiches Licht. Und schon habe ich ein farbiges Bild wieder zurück, was mit dem Mattermachen-Tool bearbeitet wurde und wo dieser Effekt drauf liegt. Allerdings liegt der Effekt jetzt auf dem kompletten Bild und nicht nur auf der im Fokus liegenden oder nicht nur auf den im Fokus liegenden Bereichen. Und dafür gehe ich hier unten einmal auf eine Ebenenmaske, die ich mir erstelle. Das ist dieses kleine Viereck hier unten. Und diese invertiere ich auch wieder per Steuerung I in eine schwarze Oberfläche. Denn nur wenn hier eine schwarze Oberfläche ist, kann ich mit einem weißen Pinsel hier Bereiche bearbeiten. So, jetzt gehen wir hier oben auf den Pinsel und dann auf die Vordergrundfarbe. Da wählen wir Weiß aus bei der Vordergrundfarbe, denn mit der weißen Farbe kann ich auf einem schwarzen Hintergrund schön arbeiten. So, und jetzt könnt ihr hier anfangen zu malen. Allerdings seht ihr jetzt nicht, was wirklich schon bearbeitet ist. Und deswegen drücken wir jetzt noch Steuerung und, nee, Quatsch, Alt und Größer und Kleiner. Und jetzt sehen wir durch diesen rot hervorgehobenen Bereich, was noch nicht bearbeitet ist. Und das, was natürlich wieder normal aussieht, also in diesem Fall nicht rot, ist bereits mit dem Mattermachen-Tool bearbeitet. So, und jetzt gehen wir hier einmal über die Flächen einfach rüber, die wir schön scharf haben wollen. Also einmal Delanis Gesicht und Jasmins Gesicht, plus ein bisschen die Jacke und die Hände hier. Ich mache das jetzt nicht ganz so ordentlich wie sonst, damit das Video nicht zu lange wird. Aber einmal kurz grob hier die Bereiche anmalen, die schön scharf sein sollen. Und schwuppdiwupp haben wir so ein Bild schon mal nachgeschärft. Wie ihr seht, geht das Ganze relativ schnell,
auch wenn man das noch nicht so oft gemacht hat. Aber ich sag nur, Jungs oder Mädels, learning by doing. Also umso öfters ihr das macht, umso besser wird das einfach und umso schneller geht es dann auch, so ein Bild nachzuschärfen. So, und wie wir jetzt sehen, haben wir hier schon all die Bereiche nachgeschärft, die ich gerne schön scharf hätte. Und die Bereiche, die unscharf bleiben sollen, sind halt unscharf. Um euch das Ganze zu demonstrieren einmal, zoome ich jetzt hier mal ein bisschen rein. Und was ihr jetzt machen könnt, ist hier einfach rechts auf das Auge klicken. Und dann seht ihr quasi vorher, nachher. Und wie ihr seht, haben sich da die Details und so weiter einfach schon ein bisschen hervorgehoben und das Bild ist im Allgemeinen schärfer. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat, beziehungsweise das Tutorial und sehr verständlich für euch war, wie das alles funktioniert. Der Trick ist einfach dabei, das Ganze zu wiederholen, also 2, 3, 4, 5, 6 Mal machen. Und irgendwann ist das dann alles relativ selbsterklärend, beziehungsweise man versteht, wie Photoshop funktioniert und warum das so ist mit den verschiedenen Ebenen und so weiter. Und wenn man das einmal im Kopf verstanden hat, dann wird das relativ einfach damit zu arbeiten. Man lernt es auch relativ schnell oder man lernt relativ schnell Sachen dazu. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, wenn ja, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich sagen, macht das jetzt einfach, Klingel aktivieren, denn in den nächsten Wochen werden hier weitere Videos und Tutorials zu der Bildbearbeitung von Pferdefotos kommen und die wollt ihr ja sicher nicht verpassen. Und jetzt würde ich sagen, Peace, wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut.